Geliebte Menschenfamilie, ich lade dich heute ein, in die Zahlenschwingung der 2 einzutauchen. Und ich lade auch die Engel ein, damit sie uns alle Schwingungsvarianten der 2 und der 22 bereitstellen mögen. Und so bitte ich dich, jetzt gleich zu Beginn das Licht von Smarana, das Licht der Liebe einzuatmen. Und ich bitte dich zu versuchen, dich mit diesem Licht auszudehnen. Es ist das Licht der Engel. Es ist das Licht von Gottes Nähe, welches jetzt in dir fließt und welches jetzt dir hilft, dich auszudehnen und fallen zu lassen, welches dir hilft zu spüren, wenn jetzt gleich die Engel zu dir sprechen. Wir sind die Engel des Lichtes und wir kommen voller Freude zu dir, geliebtes Menschenkind. Die Engel des Lichtes, sie beleuchten die Energien, sie beleuchten die Zahlenschwingungen und sie sprechen zu dir über die Zahlen, so wie es viele unserer Lichtgeschwister ebenfalls tun. Und so ist es uns eine sehr große Freude, heute mit dir in die Dimensionen der Zahlen, in die heilige Geometrie des Universums einzutauchen. Du hast dich schon darauf vorbereitet, denn du bist sehr tief in deiner Seelenenergie. Und so, wenn du es erlaubst, werden wir nun deine Seele tragen, tragen in die Energie der Zahlen, in die heilige Geometrie. Und so gibst du uns, wenn du magst, dein Einverständnis mit einem inneren Ja. Und in dem gleichen Moment begleiten wir deine Seele hinein in die heilige Geometrie. Dies ist eine hochschwingende Energie. Und in dieser Energie ist es möglich, dass du Verschiedenes wahrnimmst. Es können Zahlen sein, es können Buchstaben sein, Bilder, Gefühle, Farben. Alles ist jetzt möglich. Wir halten die Energie und wir schützen deine Seele, sodass du alles aufnehmen kannst, was jetzt in diesem Moment wichtig für dich ist. Und so wird die Aufmerksamkeit deiner Seele dorthin gelenkt, zu dem, was heute wichtig für dich ist. Du wirst Impulse empfangen, auf was du achten solltest, was wichtig für dich ist.
Deine Seele nimmt die Energien auf und sie speichert sie ab in deinem Innersten. Und nun beginnen wir für dich zu singen, denn die Töne tragen ebenfalls eine Zahlenschwingung. Und so bitten wir, wenn wir singen, dir die Zahlen der Liebe in deine Hände. Und du kannst, wenn du magst, diese Zahlen oder die Zahl, die du wahrnimmst, in dein Herz hineinziehen, um zu fühlen, was sie dir sagen möchte. Und das, was dir als erstes in den Sinn kommt, trägt die Bedeutung von dem, was du gerade erlebst und was dir wichtig ist. So helfen wir dir, das zu entschlüsseln, was dich vielleicht schon lange begleitet und wo du noch keine Antwort bekommen hast. Voller Liebe betrachten wir dich, deine Seele und deine Energie, denn wir sehen, dass du ganz viele Geschenke heute erhalten hast. Und wir sehen, dass dir Gutes widerfuhr. Und so begleiten wir deine Seele wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Verabschieden uns von dir voller Liebe und Dankbarkeit für dein großes Licht. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Die Engel des Lichtes, sie sagten auch, es wäre gut, gerade an diesen beiden Tagen und auch vorher und nachher, diese Botschaft nochmal anzuhören, um das zu vertiefen, was gerade heute geschah. Und sie sagten auch, wenn du öfters verschiedene Zahlen oder öfters bestimmte Zahlen siehst, ist es gut, diese Botschaft zu hören und dann in dem Moment diese Zahlen dir vorzustellen, denn dann wirst du Antworten bekommen. Das ist ein ganz großes Geschenk und ich freue mich sehr darüber. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit und wenn euch mein Video gefallen hat und ihr weiterhin Botschaften erhalten möchtet, dann abonniert bitte meinen Kanal, klickt einfach hier auf diese Kugel und ich bedanke mich schon sehr dafür. Alles Liebe!